Schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Marktüberblick. Und wenn man sich mal die fundamentalen Daten anschaut, dann können die durchaus verwirren. Wir befinden uns nach wie vor natürlich in einer Krise, in einer weltweiten Krise, die wir hier durch die Pandemie ganz deutlich zu spüren bekommen. Eine zweite Welle, ein Lockdown-Light sozusagen, den haben wir. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Börsen komplett anders reagieren, als das noch im Frühjahr der Fall war, als es tatsächlich losging mit der Corona-Krise. Und wir werden in den nächsten Minuten mal unseren Fokus auf die Charttechnik legen und das weltweit. Und dementsprechend starten wir mal, würde ich sagen, mit den asiatischen Indizes. Und ich begrüße zuallererst Martin Utschneider von Donner und Reuschel, unseren Experten für die Charttechnik. Schönen guten Tag, Herr Utschneider. Ja, hallo, Frau Klemer. Schön, hier zu sein. Ich grüße Sie. Schön, von Ihnen zu hören. Ich würde sagen, wir starten mit den asiatischen Indizes. Sie haben uns auch Chartbilder mitgebracht, die das Ganze verdeutlichen. Beim Hang Seng sieht man auch relativ deutlich beim Blick auf den Chart, dass diese politischen Unruhen, natürlich auch diese Unabhängigkeitskonflikte zwischen Hongkong und China sich auch an den Börsen bemerkbar machen. Aber was kann denn jetzt der Anleger neben diesen fundamentalen Nachrichten aus den charttechnischen Marken herauslesen? Ja, genau. Also der Chart bildet erstmal das ab, was da in letzter Zeit war. Natürlich auch die Corona-Krise, die politischen Unsicherheiten und auch die Ängste, die gerade in Hongkong wieder da sind. Aber der Chart gibt uns momentan noch kein akutes Signal, aber er lässt uns schon mal sehr hoffen auf einen baldigen Ausbruch des Hang Seng. Wir haben hier eine, ich habe das mal rot eingezeichnet, eine klassische W-Formation. Gedeckelt wird der Chart im Moment im Bereich 26.350 in etwa. Da haben wir einen Dreifachwiderstand. Da haben wir auch, das sieht man jetzt an diesem Chartbild nicht, da haben wir auch einen Fibonacci-Fächer, der genau auf diesem Niveau läuft. Das heißt, schafft es der Hang Seng gepaart mit den wirtschaftlichen Aussichten, die ja für China und insbesondere auch für Hongkong für das nächste Jahr exorbitant gut sind und auch für dieses Jahr ja schon wieder das Corona-Gap ausgeglichen haben, schafft es also wirklich der Hang Seng über diese 26.344 jetzt nachhaltig zu klettern, dann ist hier ein Kaufsignal, dann hätten wir auch eine Signalstärke und dann wäre auch der chinesische Markt, sage ich mal wieder, aus einem ja seit Januar 2018 übergeordneten Auswärtstrend ausgebrochen. Wir müssen uns noch etwas gedulden, aber die markttechnischen Indikatoren jetzt neben der Charttechnik und neben dem Fibonacci Retracement verheißen keine überkaufte Situation. Das heißt, der Chart hat im Moment auch die Stärke, das Momentum, sich an diesen Widerstand heranzuarbeiten und dann, ja, dann steht's und fällt's mit dieser Marke 26.350. Ich bin da aber wirklich optimistisch und auch mittelfristig gesehen kann der chinesische Markt nur profitieren. Alles andere als ein Corona-Gap sehen wir und sahen wir natürlich auch bei den US-Tech-Werten. Bei der Nasdaq hier ging es gerade eben deutlich nach oben, als wir die Corona-Hoch- oder Tiefphase, je nachdem, wie man es tatsächlich betiteln möchte. Dementsprechend haben wir hier eigentlich fast nur Corona-Profiteure gesehen beim Nasdaq. Die Frage ist, bleibt das auf diesem hohen Niveau oder könnte es hier jetzt zu weiteren Rücksetzern kommen? Ja genau, also der Nasdaq ist ja schon wieder quasi ist gefühlt auf seinen Niveaus, die er dieses Jahr ja schon, oder Allzeithoch, die er dieses Jahr schon erreicht hatte. Da ist aber die Konstellation auch politisch ein bisschen anders. Also beim Nasdaq sind ja die Fangman-Aktien die großen Treiber. Wir haben ja zwei heute auch dabei mit Facebook und Alphabet. Da waren natürlich, das waren, auch wenn das Wort unschön klingt, aber das waren Corona-Krisengewinner, die ganzen Tech-Werte. Jetzt ist es so, dass, man weiß es noch nicht, die Auszählungen laufen noch, aber man hat jetzt durchaus an der New York Stock Exchange auch ein bisschen Bedenken, sollte es zu einem Regierungswechsel kommen und die Politik wieder etwas sozialistischer wird, so die Aussagen aus Amerika, und Zerschlagungen dieser Tech-Werte drohen könnten. Und das merkt man auch hier im Moment am Chart. Also der Nasdaq ist natürlich nach wie vor weit über seinen gleitenden Durchschnitten. Er ist auch extrem auf hohem Niveau. Die Indikatoren sind auch nach wie vor positiv und auch das Momentum stärkt ihn im Moment auch beim Kampf um die 12.000er-Linie. Aber hier merkt man auch an den einzelnen Tageskerzen, an den Unsicherheiten, wenn es mal einen High-Vola-Ausschlag Intraday nach oben gibt, dann werden zum Teil die Gewinne wieder Intraday auch gleich realisiert und mitgenommen, weil eben hier so ein Damoklesschwert über den Köpfen schwirrt, weil die Befürchtung da ist, dass dann die großen Tech-Player vielleicht ja
nicht zerschlagen werden, aber sich verkleinern müssen, sich der Konkurrenz öffnen müssen und so weiter. Deswegen bei Nasdaq nach wie vor mittelfristig wird auch hier die Musik spielen, aber kurzfristig sieht man jetzt hier auch wirklich die Unsicherheit und vielleicht muss man sich auch hier im Gegensatz zum Hang Seng von weiter deutlich steigenden Notierungen verabschieden. Was ich jetzt auch versucht habe, vorsichtig herauszuhören, ist Ihre Vorsicht, was den Bezug oder beziehungsweise das Amt des Präsidenten in den USA in den nächsten 4 Jahren angeht, ob Biden oder Trump. Das ist natürlich, was heißt die große Frage? Es wird sich auf jeden Fall auswirken auf die Tech-Werte und dementsprechend aber natürlich auch auf die Einzelwerte. Und Tencent wird natürlich auch davon profitieren oder eben nicht. Momentan sieht es eher nach Trump aus. Eher nach Biden aus und nicht nach Trump. Trump wäre für Tencent das größte chinesische Internetunternehmen nicht so positiv. Ist das auch der Grund, weshalb der Chart ansteigt oder gibt es andere charttechnische Marken, die man hier tatsächlich im Fokus haben sollte? Also bei Tencent ist es so, dass auch hier der übergeordnete Trend noch sehr positiv ist, auch die Indikatoren positiv sind. Im Moment ist es so, dass man bei Tencent aber auch eine ganz große Unsicherheit spürt. Sie sehen das auch am jüngsten Chartgebilde. Die Ausschläge werden extremer, werden stärker. Und das hängt natürlich, und man kann da fast eine Korrelation sehen, jetzt vom Chart und vom Wahlergebnis in den USA, da ist Unsicherheit da. Und deswegen würde ich bei Tencent hier wirklich auch hier ein Rückschlagspotenzial sehen, kurzfristiger Natur, das sich allerdings im Bereich 5-6% bewegt. Das sind die beiden Linien hier, das ist das Rückschlagspotenzial, das wir im Moment haben. Hängt wirklich auch damit zusammen, was Sie gesagt haben, weil eben ja nach wie vor der Präsident noch nicht offiziell bestätigt, gewählt wurde und so weiter und so fort. Den Börsen ist es ja im Nachhinein, wir sehen das ja über die Historie, über die Saisonalitäten. Wer wirklich im Oval Office sitzt, ist für die Börse in der Regel eigentlich irrelevant. Es sind einfach die kurzfristigen Unsicherheiten, die wir hier haben, genauso wie beim Nasdaq, jetzt auch hier bei Tencent. Und die spürt man bei Tencent. Also ich wäre bei Tencent im Moment weiterhin grundsätzlich positiv. Aber wenn jemand sagt, okay, mein Einstand, mein Break-Even ist vielleicht jetzt gerade in dem Bereich, wo wir uns bewegen oder mein Gewinn ist jetzt oder meine persönliche Gewinnerwartung ist erreicht, dann schadet auch ein Stop nicht in den Bereichen, die ich hier eingezeichnet habe, um wirklich da plötzlich ein unkalkulierbares Risiko einfach aus dem Depot zu nehmen. Etwas sensibler sah es zuletzt auch beim Chartbild von Facebook aus. Mittlerweile haben wir wieder einen deutlichen Aufwärtstrend. Wie sollte man sich jetzt hier verhalten? Einsteigen, Rücksetzer abwarten? Was sagt die Charttechnik? Genau, also der kurzfristige Aufwärtstrend, der wird gerade umkämpft. Ich habe es hier mal eingezeichnet. Auf den ersten Blick sind wir ja wirklich hier auch noch auf extrem hohem Niveau. Also wenn man hier die Facebook anschaut, da geht es jetzt wirklich nur darum, was passiert jetzt. Und das ist genau das, was wir vorher auch angesprochen hatten. Was passiert mit der Zerschlagung oder mit der Verkleinerung von großen Werten? Auch Facebook war ja da auch in der Vergangenheit immer mal schon wieder ein Kandidat. Das heißt, es ist relativ egal, welcher Präsident es ist, nur man hat jetzt im Moment einfach die Befürchtung, wenn es der neue Präsident wird, dann wird es vielleicht schneller passieren, als man befürchtet. Aber im Moment ist es rein aus charttechnischer Sicht so, dass die Facebook erstmal wieder in diesen Aufwärtstrend zurückkehren sollte. Das heißt, wenn jetzt jemand überlegt, die Facebook zu allokieren oder einzusteigen, der hat jetzt noch kein Kaufsignal. Wer in der Facebook investiert ist, vielleicht erst seit letztem Jahr oder noch nicht so lang, der hat natürlich jetzt ein Warnsignal durch das Verlassen dieses Aufwärtstrends und sollte sich vielleicht auch persönliche Stopmarken legen. Prinzipiell ist die Facebook natürlich mittelfristig bis langfristig eine hochinteressante Aktie, aber wir sind momentan ja in nicht normalen Zeiten, sage ich mal zumindest bis Jahresende. Die US-Wahl ist ja noch im Gange sozusagen durch die Unsicherheiten und da wäre ich bei der Facebook nicht negativ. Im Gegenteil, das Unternehmen finde ich hochinteressant und auch die Aktie. Aber wer hier kurzfristig sagt, okay, ich will lieber die Gewinne ins Trockene bringen, der macht mit einem Stop oder vielleicht mit der Gewinnrealisierung im Moment nichts falsch. Langfristig betrachtet, wenn jemand sagt, das ist mir jetzt alles egal, ich halte das durch, ist die Facebook, gehört natürlich in jedes Tech-Depot.
Werfen wir zu guter Letzt noch einen Blick auf Alphabet. Die digitale Werbung, die ist im Sommer so ein bisschen in Straucheln gekommen, hat etwas nachgelassen, dafür aber jetzt im Herbst wieder deutlich gestiegen, sogar deutlicher als von den Analysten erwartet wurde. Bei Alphabet macht sich das im Chart auch bemerkbar. Wie sollte man sich hier aufstellen? Genau, also Alphabet schaut ja, sieht man auch hier am Chartgebilde schon mal deutlich freundlicher aus als die Facebook gerade eben. Da ist der Aufwärtstrend intakt. Wir haben die FIBO, das FIBO-Low hier gesehen bei 1410 in etwa. Wir haben jetzt noch Luft bis 1118 plus X. Die Alphabet, die ist von den Indikatoren her auch, da hat die kurzfristige Slow-Stochastik jetzt ein Kaufsignal gesetzt. Ich gehe mal davon aus, also wir relativ schnell auf die 1818 anlaufen, dann kann es mal wieder so einen kleinen Test geben, wie wir das in der Vergangenheit schon mal sahen. Aber die Alphabet ist für mich auch kurzfristig, mittelfristig, wenn ich so bis Ende des Jahres das Ganze betrachte, da muss man sich jetzt keine großen Sorgen machen. Wie gesagt, bei Facebook mittelfristig auch den Haken dahinter und auch bei Tencent. Und es kommt immer nur auf die persönliche, sagen wir, auf die persönliche Psyche an. Wenn man hier einfach sagt, mir ist das alles zu unsicher, was da in den USA passiert, dann tut ein Stop auch bei der Alphabet nicht weh. Wenn man den bei 1700 setzt, dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Aber prinzipiell sehe ich bei der Alphabet hier wirklich den intakten Aufwärtstrend. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für die Einschätzung der einzelnen Werte, der einzelnen Indizes, die Ausblicke und natürlich auch die charttechnischen Marken. Martin Utschneider von Donner & Reuschel, alles Gute für den Rest des Jahres natürlich. Ich hoffe, wir sehen und hören uns vorher nochmal, aber ich finde, mit den guten Wünschen kann man in diesen seltsamen Zeiten, wie Sie es genannt haben, nie genug aufwarten. Ganz genau so ist es, Frau Krämer. Ihnen auch bis zum nächsten Mal alles Gute und noch eine schöne Restwoche. Schöne Grüße nach Frankfurt. Dankeschön. Liebe Zuschauer, soweit für den Moment. Danke Ihnen natürlich fürs Zuschauen. Das Gleiche wünsche ich Ihnen. Noch mehr wünsche ich mir aber, dass Sie weiterhin fleißig einschalten. Tschüss.